So, welches was? Battle Pass, Season 2. Aha, nein, nicht mehr anzeigen. Interessiert mich nicht die Bohne. Oh, noch eine Einblendung. Aha, Battle Pass. Ich habe gerade gesagt, interessiert mich nicht die Bohne. Willst du mich verkackeiern? Seltenes Emblem beim ältesten Portal verfügbar. Danke für nichts. Und im Kodex will er mich wieder nerven. Noch ganz schön Ladezeiten, der Gute. Im Battle Pass. Hier oben. Sonst noch irgendwo? Nee, das da. Die da will er, dass ich die einsammle. Das ist okay. Das können wir machen. So. Zeigt es so lange, bis man auf Kauf geht. Fies. Aber nicht ganz unrealistisch. Begebt euch nach Westmark. Ich habe mich nach Westmark begeben. Und jetzt? Navigieren. Hä? Ach, jetzt muss ich. Das hatten wir doch letztes Mal. Dass er das nicht akzeptiert hat, wenn ich nicht außen rumgelaufen bin. Hat er das nicht gespeichert? Was ein Quatsch. Stimmt, er hat das offensichtlich nicht gespeichert, dass wir nicht den Dingens. Ja, hier. Er leitet mich übrigens automatisch dahin. Er hat es nicht akzeptiert, dass ich das mit dem Wegpunkt gemacht habe. Ich musste da tatsächlich hier durch das Tor laufen und offensichtlich hat er sich das nicht gemerkt. Machen wir das jetzt noch mal kurz nochmal. So, haben wir einfach gleich den Ladebildschirm nochmal. Erreiche Kanes Arbeitsraum. Das kann ich. Kannst du mich da auch automatisch hin navigieren? Nein. Gut, dann muss ich da selber laufen. Früher nannte man das Bot-Using, heute nannte man das mal Navigieren. Ja, oder Autoklicker oder so, ne? Ja, jetzt ist das ein Feature. So sieht's aus. Demnächst muss man nicht mal mehr selber kämpfen. Dann macht sie das auch noch von alleine. Sag mal, warum ruckelt das jetzt so? In welcher Welt ist denn das okay? Richtig Freeze-Frames gerade. Erreicht Kanes Arbeitsraum, betretet Kanes Arbeitsraum. Ihr habt einen Solo-Story-Dungeon betreten. Ich bin misstrauisch. Da können wir nichts mehr machen. There you are. Come, stay a while. The two of us have much to discuss, I'm certain. Die haben es variiert, wer hätte damit gerechnet? Indeed, Kane. Once again, you were right. The Shard was already in the hands of evil when I arrived. Many laid down their lives to aid us in reclaiming it. Such sacrifice. Each Shard has only fallen into worse hands. It is far past time we were rid of them. Follow me, if you would. Follow me. Small as they are, the shards still radiate a corrupting power. There, it should be safe enough to begin the ritual. Strange. The spell seems to have no effect. It is as if the stones are resisting. Hm.
Bilde ich mir das ein? Weil Rituale im Spiel auch so gut. Damit, richtig, ich stand nämlich auch gerade so. Bilde ich mir das ein? Oder hat Kane gerade schon wieder ein Ritual verkackt? Ist das der neue Running Gag? Brot kann schimmeln, was kannst du? Gegenstände identifizieren. Das solltest du tun, Deckard. Bleib bei deinen Leisten. Lass den Ritualkram irgendjemanden machen, der sich damit auskennt. So. I should have guessed this would not be easy. Even the ancient Horadrim worked together when dealing with shards of the World Stone. My friend, I will need you to lend me your strength if we are to attempt the ritual once again. Can I count on you? What must I do? Stand there, outstretch your arms, and focus your mind upon the stones. The rest will be up to me. Stand there and stretch your arms and focus your mind onto the stones. Das ist das, was demnächst in der Wuhlheide passiert, wenn die rollenden Steine wiederkommen. Also nicht, dass ich da hingehe, aber das werden sehr viele Leute da tun. Wenn es so einfach ist, warum vergeigt es da? Ich weiß doch auch nicht, Retri. Ich glaube, er hat gerade versucht, uns zu sagen, dass er den nötigen Saft nicht mehr hat. Ja, das sieht so aus, als hätte das jetzt besser funktioniert. Oh nein, wir werden alle überrannt werden. Oh nein, die Bedrohung ist enorm. Oh. Sekunde. Entschuldigt. Da kam gerade das Kind nochmal rausgetappert. Habe vergessene Gegenstände. Alle zurückgelassenen Gegenstände werden euch per Nachricht zugeschickt. Okay. Auch die, die ich mit Absicht liegen lasse? Weil ich meine, was ist denn an denen jetzt? Ja, Inventar voll. Seht ihr? Das ist nämlich das Problem. Oh, guck mal.
Aber es ist schön, dass die gewartet haben. So. Inventar voll. Okay. Haben wir denn hier noch Unsinn, den wir... Wir haben jede Menge Unsinn, den wir zerstören können, um das da mitzunehmen. Gewicht des Weltensteins heißt das Item. Ich bin gespannt. Ist auch einfach mal dann nicht besser als das, was wir haben. Halleluja! Postdämonen sind auf Zack. Ja, oder? Wird einem wirklich alles hinterher geschifft. So. Können wir jetzt jemanden anheuern, der sich damit auskennt, bitte? Kane, are you hurt? Nämlich aktuell sehen an Game of Thrones diese Nacht. Wir wollen das unerwartet zeigen. Ob es Sinn macht oder nicht, ist egal. Hauptsache unerwartet. Ja, vor allen Dingen, es war ja nicht mal unerwartet. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt also so... Wir sind angegriffen worden. Wer konnte damit rechnen? I'm fine, but that... That was not supposed to happen. Ach. Had been irrevocably corrupted by Bale's influence. I'm sorry, but I am truly at a loss. No, no. Despair will do us no good. There must be an answer somewhere. There always is. But I will need to consult the Herodric texts, and that will take some time. Aha, du versuchst mir also zu sagen, dass ich derweil was anderes machen soll. Zum Beispiel diesen Bezahlinhalt. Warum geht ihr nicht zu Charcy? Sie wird sicher wissen wollen, wie es im Dunkelwald gelaufen ist. Hoffentlich weiß ich mehr, wenn ihr beide fertig seid. I'm sure you will find something. Neue Battle Pass Quest freigeschaltet. Toll. So. Feature freigeschalten. Abenteueraktivitäten. Und Clans. Clans. Achso, genau. Story Dungeon. Das wurde schneller so. Wie war's? Dunkelheit. Ja, vor allen Dingen, sie wartet hier auch noch vor der Tür. Was können wir jetzt? Ihr habt heute zum ersten Mal einen Gegner getötet. Ja, ich bin voll der Held vom Erdbeerfeld. Ich bin ganz hin und weg. So, sprecht mit Charcy. Die ist freundlicherweise direkt vor der Tür abgedroppt worden. Ich habe immer noch Clans freigeschaltet. Tippen, um Clans anzusehen. Ich habe mir Clans angeguckt. Will jetzt aber keinen Clan. Da seid ihr. Ich bin gekommen, sobald ich hörte, dass ihr zurück seid. Wie war die Reise? Erschöpfend, gelinde gesagt. Kashia und die Schwesternschaft des verborgenen Auges haben mich gebeten, euch ihre Grüße zu übermitteln. Sie sind am Leben? Oh, dem großen Auge sei Dank. Es ist gut zu wissen, dass es ihnen gut geht. Ha! Und ich dachte, ich wäre diejenige, die die guten Nachrichten überbringt. Erinnert ihr euch an die ältesten Portalstatue im Palasthof? Ungern. Nun, eure Erfolge haben die königlichen Magier dazu inspiriert, die zweite Statue zu aktivieren. Warum sehen wir sie uns nicht an? Das wird eine nette Abwechslung zu dem ganzen Weltensteinkram sein, so viel ist sicher. Das glaubst aber auch nur du. Bezahl DLC, du warst näher dran, als du dachtest. Ja, oder? Ich fand auch.
geht es noch nicht. Hier. Man nennt es das Herausforderungsportal. Anscheinend ist es eine Verbindung zu sonderbaren Reichen voller Monster. Die Abenteurer wetteifern bereits miteinander, wer diese Kreaturen am besten töten kann. So, it's a test of strength then. Knew that would get you interested. Yeah, sure, you can consider it a test. You can also find some rare materials in there. I've never been inside myself, but it sure brings a lot of people to my forge. Warum schaut ihr nicht in meinem Laden vorbei, wenn ihr fertig seid? Oh, und wenn ihr dort irgendetwas Gutes findet, vergesst nicht, es mitzubringen. Inspiziert den Eingang zum Herausforderungsportal. Schwierigkeit erhöht sich, wenn ihr eine Stufe abschließt. Betreten. Mal gucken. Dann machen wir jetzt also ein Herausforderungsportal. Ja, war doch klar, dass das genau so läuft. Während du wartest, mach doch diesen Bezahlinhalt. Tötet rasch Gegner. Ja, aber ist doch gar keiner hier. Hier liegt ja der Fortschritt auf dem Boden rum. Na, vor allen Dingen ist die Stufe 1 auch noch so simpel, dass sie uns quasi den Erfolg hinterherwerfen. Das ist wirklich, also... Sie geben dir alle Mühe, dass du dich hier fühlst wie der Held vom Erdbeerfeld. Brauchst du auch deine Füße, um vorzuschreiten. Ja. Nein, wirklich anspruchsvoll ist das hier nicht. Noch mehr Portalfortschritt. Schrein der Alchemie. Kann ich Gegner einfrieren? Das ist ja ein bisschen witzig. Also ich finde, das machen sie wirklich gut. Sie haben so ein paar neue Schreinideen von dem, was ich bisher gesehen habe. Das hat mir ganz gut gefallen. Dieses Clans freigeschaltet Pop-up, ne? Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr mir das auf den Keks geht. Das Geschrei. Aber jetzt ist wenigstens das Pop-up weg, das war es wert. Schreinermeister zu sein, das hat sich offenbar auch in Videospielen aus. Den habe ich nicht verstanden, den habe ich wahrscheinlich den Kontext vergessen. Neue Schreine. Ah, ja, verstehe. Mehr Leute niedermähen. Eine stimulierende Kugel. Das klingt unanständig.
Der Portalwächter ist hier. Noch ein Schrein der Alchemie. Iris. Ja, kugel doch da drüben hin. Das ist okay. Das kann ich. Hier drüben. Uah. Können wir mal die Ulti aktivieren. Für mehr Bums. Oh. Also hier droppt so viele Heilkugeln. Das kann ich gar nicht verlieren. Ja. Das ist nicht machbar. Inventar voll. Ich habe das Inventar nicht leer gemacht. Ich bin so ein schlauer Mensch. Und ich, Computerkind, versuche immer das Inventar mit der Maus zu scrollen. Das funktioniert auch nicht. So. Haben wir. Mehr ist hier nicht. Dann gehen wir raus. Wirklich verlassen? Ja, wirklich verlassen. Ja, GG. Danke, danke. Errungenschaft. Herausforderungsportal. Na toll. Ab zu Chassis Schmiede. Da sind wir. Sprecht mit Chassi. Kopfgelder außer Landes. Dann sieh mal, wer da ist. War das Herausforderungsportal ein Erfolg? Wenn ihr dort etwas gefunden habt, das ihr nicht braucht, können wir es hier wiederverwerten und die Materialien zur Verbesserung eurer Ausrüstung verwenden. Hier wird nichts verschwendet. Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe etwas für euch gefertigt. Es ist dort auf der Ablage. Seht es als Dank dafür an, dass ihr meinen Schwestern geholfen habt. Hoffentlich wird es euch auf eurem nächsten Abenteuer ebenfalls helfen. Darf ich davon sprechen? Der Großteil des Rackesplatzes ist jetzt geöffnet. Überall befinden sich nützliche Händler. Seht ihn euch ruhig an. Wenn ihr nicht wisst, wonach ihr sucht, ist Windens Markt ein guter Anfang. Inspiziert den Rüstungsständer. Den da drüben wahrscheinlich. Chassis Geschenk. Erreicht Windens Markt. Ah, okay, jetzt geht dann die obligatorische Shop-Tour los. I see, I see. Oh, hier ist was besser. Guck mal. Chassis Geschenk ist aber wiederum relativ lappig. Hättest du dich ruhig ein bisschen bemühen können, Chassis. Achso, warte mal. Bevor wir jetzt... Wir fangen jetzt mal an, Dinge wieder zu verwerten. Die auch. Können wir noch ein paar Sachen aufwerten. Guckt mal. Können wir ja hier mal anfangen. Können wir uns nicht leisten. Na gut, dann fangen wir doch lieber woanders an. Ja, guck mal, das haben wir hier doch gar nicht aufgewertet. Der sinnliche Blick. Ich sag euch, wenn ich mich richtig ins Zeug lege, ist mein Blick auch übersinnlich. Entschuldigung. I hope that can help. Fun Fact, laut eines YouTubers gibt es in Immortal Schlappe 22 verschiedene Währungen. Ja, das überrascht mich nicht. Das ist ja Teil des Systems. Ah ja, der Markt. We have the finest goods the world over. Handel auf dem Markt. Hail and welcome to Winton's Grand Market. Officially certified by Westmarch and a guaranteed fair trading ground. If you wish to buy or sell, we will gladly aid you for the smallest of fees. Garantiert fair. It can't hurt to look. New goods arrive all the time. Lieutenant Fitzrier. Aha. Adventurer, over here. I think I have a few wares more suited to your skill set. I saw you leaving Winton's place. Perfectly fine if you're looking for jewels and that sort of thing, but
I know there's more to being an adventurer than that. Echt Geld oder Ingame-Währung der Markter? Ich habe keinen blassen Dunst, Retri. I'll trade you for any silver hilts. The coin of the Honorable Knights of Westmarch. Do good around here, earn a few, and your renown will foot the bill with me. Hilts, eh? I'll keep that in mind. If you're interested in browsing what I have available, come find me at the Immortals Overlook. Until then. I should check on Kane. Hopefully he has learned more about the stones. Mhm. We have the finest goods the world over. Okay, was ist hier? Legendäre Edelsteine. Ich raffe es nicht mal, was das für Symbole sind. Okay, hier geht's um Platin. Ob das jetzt eine Ingame oder eine Echtgeldwährung ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube aber, es ist eine Echtgeldwährung. Wenn ich mich richtig an die Guides erinnere, die ich gesehen habe. Zu dem ganzen System. Und die Hilts kriege ich hier die ganze Zeit aus den Aktivitäten raus. Also von wegen Ruhm und Ehre, ne? Einfach nur, in der du in der Welt Unsinn kaufst. Platin kauft man im Shop für eine Währung, die man für echt Geld kauft. Ja, das ist tatsächlich, also es ist ja gängige Praxis, ne? Das ist ja nichts, was Blizzard erfunden hat. Muss man an der Stelle ja mal sagen. Es ist verwerflich genug, dass sie es benutzen, aber es ist nicht auf deren Mist gewachsen. Die Systeme gab es vorher. So. Oh nein, ein neuer Solo-Story-Dungeon. Wieder Dämonen? Your research. Have you found anything to help us destroy the shards? In fact, I've made quite a breakthrough. Poring through some of these ancient texts, I uncovered a man who knew more about the World Stone than anyone. Aha. One of the original Herodrim, named Sir Jared. Documented his experiences with the man quite well. It seems Cool would experiment with soul stones in his spare time. Ich habe noch überlegt, ob ich sage, lass mich raten, sollte ein Cool, was kann da schief gehen? Da! Schön. Sie bewerfen uns wirklich einfach nur mit altem Content nochmal. Es ist fast ein bisschen traurig. Mein Vorfahre Jared Kane, vor allen Dingen Deckard, ich weiß, du bist alt, aber das ist nicht dein Vorfahre, das ist, wenn ich mich nicht stark irre, dein Papa. Kann man, also ich meine, ja, ist jetzt nicht falsch, aber ne. Wenn ihr das nächste Mal euren Vater trefft, begrüßt ihn mal auch mit Hallo Vorfahre und guckt auf sein Gesicht. Soulstones. Yes, powerful artifacts intended to house the spirits of the prime evils. Apparently they too were shards of the World Stone, but only Zoltan Cool knew of their construction. In the end, he was killed by his Herodric brothers. Accounts differ as to how, but it is clear the Herodrim made quite an effort to expunge his knowledge from the world. Searching the world over for traces of a man who died centuries ago is no small feat. I don't even know what he looks like. The task is arduous indeed. Fortunately, the Herodrim's purge was not as thorough as they believed. I was able to unearth a few records that may help us. There's even a drawing of Cool, if you're curious. Mhm.
Oh nein! Und jetzt? Also echt, wir sollten uns nur das Bild angucken. Sultan Kuhls Paranoia may benefit us. It seems he hid a number of archives throughout the world. My research shows at least one of his libraries survived, buried beneath the sands of the Shasar Sea. That's beyond Chaldeum. Okay, wir kehren also. Du sollst also jemanden suchen, der gestorben ist vor Jahrhunderten und die erste Frage war, wie er aussieht. Richtig, Retri. Wo ich mich auch gefragt habe, so. Und was bringt das? Also, ich meine, er ist ja nicht mehr da. So, frag doch lieber, wo er gewohnt hat oder so. Und sie bringen, sie schicken uns tatsächlich zurück in die, ins Meer der Sande von Chaldeum. Yes, it's quite the journey. In order to reach Shasar, you're going to need to book passage on a ship. Take that letter there on the table and bring it to the captain in the Wolf City Tavern. He'll know what it means. Well done, Kane. I will make my way there at once. It's growing late. I should hurry to the tavern. Ich habe jetzt noch keinen Brief mitgenommen. Oder ist das jetzt wieder so ein Ding, was nur metaphorisch genannt wurde? Scheinbar. Gebt euch zur Wolfstadt Taverne. Na dann, los geht's. Show me the way. Sprecht mit dem Wirt in der Taverne. Okay, das ist ein schönes Detail hier. Mag ich. Mag ich. Da hat sich irgendjemand, also ich, ne? Zwei Gehirnzellen genutzt, um Atmosphäre zu schaffen. I'm looking to book passage for a voyage to the Eastern Lands. And a friend told me that I might find help in this tavern. Would you know anything about that? Hier nur die Musik, das ist leider wahr. Your friend's a wily one, whoever they are. Yeah, you're in the right place. But the guy you're looking for is outside. Pirates tend to get a little rowdy. Piraten? Oh nein. What was that noise? Oh, God damn it. If they're starting a fight out there, they better not bring it inside. Well, what are you waiting for? An invitation to the tavern brawl? Right. I'll take a look. Ach, jetzt muss ich für den... Es war eure Schuld, dass wir unser halbes Gold verloren haben und das wisst ihr. Ach ja, wie ist, wenn ich euch, meine Jungs, den Rest von eurer... Wenn ich und meine Jungs den Rest von eurer Leichen stehlen. Aha. Und jetzt? Hey! Nee, Tough One wird nicht. Und so. Piu, piu. Auch wieder so ein Intermezzo, wo ich mir denke so, hä? Hätten wir das jetzt gebraucht? Es war nicht herausfordernd, nicht wirklich unterhaltsam. Das habe ich eigentlich nur im Questfortschritt aufgehalten. Get out of here before the guards arrive and don't look back. Letting them walk was a wise move. Pirates like that come and go. Never know when you'll be forced to work with them again. And it's not like the guard would have shown up at a place like this anyways. They seemed misguided but harmless. Besides, I'm actually here to find a captain willing to make the journey to the Eastern Lands. You seem to be the man this letter was intended for. Aha, das machst du woran fest? Dass du nicht gerade deinen Kapitän in die Flucht geschlagen hast? Und der fährt ganz woanders hin? Letter? Let me see that.
Rehm, es ist an der Zeit, einen alten Gefallen einzufordern. Dieser Abenteurer trägt das Schicksal der Welt auf den Schultern. Bitte weist den richtigen Weg, Deckard Cain. Wenn er jetzt also nicht gerade seinen Namen auf der Jacke stehen hat, hat sie geraten. Zum Schließen tippen. Ich tippe. Ja. I see. So Cain's calling in his favor, eh? That must be important. Where are we headed? Ever heard of the Shasar Sea? Of course I have. Didn't realize you had a death wish, though. I don't usually go that far out. But after this little spat, my men and I might need to spend some time outside the city. All right, you have a deal. Meet me at the dock when you're ready and we'll set sail. Okay.